Hallo, ich bin Pastorin Koch Pauker und ich darf Sie und euch willkommen heißen. Willkommen heißen zu einer Premiere. Und zwar feiert unser Gospelchor St. Martin's Smile das erste Mal einen Gospel-Gottesdienst online. Und das machen Sie unter ganz speziellen Bedingungen. Und zwar war keiner von den Teilnehmenden oder von den Vorbereitenden jemals an einem Ort, sondern wir haben Schnipsel aufgenommen. Gedankenschnipsel, wir haben Liedschnipsel aufgenommen und uns online unterhalten darüber, wie das Ganze werden soll und entstehen soll. Und das, was daraus geworden ist, das können Sie, das kannst du jetzt sehen. Viel Spaß dabei. Das Thema unseres Gottesdienstes ist Zuversicht. Zuversicht und Hoffnung im Angesicht der Angst. Denn Angst, das haben zurzeit viele von uns. Angst ist ein täglicher Begleiter geworden. Und gerade dann ist es wertvoll zu wissen, dass man eben nicht alleine ist, sondern dass Gott bei einem ist. Dass Gott mit einem das durchleidet, was Angst Sorge mit einem machen. Und dass da auch Menschen um uns herum sind, die uns nahestehen. Wenn auch nicht körperlich, so doch auch im Geiste, per E-Mail oder Telefon. Sie sind da, genauso wie Gott da ist. Und so ist die Botschaft: Du bist nicht allein. You are not alone. Und dieses Lied. Das werden wir jetzt machen. You.
allein. Im Moment tragen wir all jene im Herzen, die krank sind, die um ihr Leben kämpfen oder die bereits gestorben sind. Und wir tragen alle im Herzen, die jemanden vermissen. Wir hoffen, dass all diese Menschen bei Gott gut aufgehoben sind. Es sind schwierige Zeiten gerade. Und doch gibt es auch in diesen Zeiten Momente der Hoffnung. Beispiel, dass wir Zeit haben. Plötzlich Zeit für Dinge, die wir lange aufgeschoben haben. Und so sagen unsere Kerzenworte heute: endlich Zeit für. Endlich Zeit für Gesellschaftsspiele. Trotz dieser ungewöhnlich schweren Zeiten finde ich Zeit, wieder Hobbys nachzugehen, die ich schon lange vergessen hatte. Die Krise weckt Ängste, aber die damit verbundene Ruhe gibt mir auch Gelegenheit, über die Zeit danach und das bevorstehende Rentenalter ganz neu nachzudenken. Endlich Zeit, um in Ruhe spazieren zu gehen, dabei Ideen zu strukturieren und Ziele ganz bewusst festzulegen. Ich nehme zurzeit meine Mitmenschen besonders bewusst wahr. In diesen schwierigen Wochen habe ich aber auch Zeit, neue Rezepte auszuprobieren oder alte wiederzubeleben, um mich auf gesellige kommende Mahlzeiten zu freuen. In diesen ungewöhnlich schweren Zeiten nehme ich das beginnende Leben in meinem Frühlingsgarten besonders intensiv wahr. Gott sagt: Fürchte dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist bei dir. Chancen erkennen, ein Text von Thomas Romanus. Es gibt Zeiten, in denen nichts so verläuft, wie wir es geplant haben. Jeder Tag wartet mit ungewohnten Situationen und überraschenden Ereignissen auf, die uns herausfordern und zum eigenen Handeln zwingen. Solche außergewöhnlichen Zeiten, diese Corona-Zeiten, können sehr erfrischend sein, weil sie unseren Alltag beleben. Sie lassen erkennen, dass wir nicht so festgelegt sind, wie wir oft meinen. Doch es gibt auch Phasen, die uns tief berühren und verunsichern. Krisen, die uns vieles anzweifeln lassen und die eigene Person in Frage stellen. Solche Zeiten sind wertvoll, auch wenn es oft schwerfällt, dies zu erkennen. Es können Übergänge sein,
die uns weiterführen und zeigen, wie unser Weg verläuft. Wenn du diese Zeiten als Chance begreifst, kannst du aus solchen Prüfungen gestärkt hervorgehen. Du gewinnst einen klareren Blick für das, worauf es im Leben wirklich ankommt. Hört ihr eines der beliebtesten Stücke unseres Chores, das Halleluja von Leonard Cohen. Inhaltlich ist es ein feierlicher, lobpreisender Song, das Holy Halleluja. Das ist die eigentliche Bedeutung des Wortes. Es gibt aber auch das flehende, um Hilfe bittende Broken Halleluja. Hier also unser Broken Halleluja in ungekannter Textversion. Hört kurz zu, es ist nun Zeit, dass jeder von uns zu Hause bleibt, auch wenn wir uns zu sehr nach Nähe sehnen. Es geht um dich, um mich, um uns, um jeden, den man schützen muss. Auch wenn die Zeiten schwer sind, bleib zu Hause. Ob du's in dir trägst, drum sei nicht dumm, wir dürfen nichts riskieren. Sei ein Held und gib nicht auf, sonst hört die Krankheit nie mehr auf. Das darf nicht sein, das darf niemals passieren. Halleluja.
Bis dahin müssen wir zusammenhalten. Und wenn wir uns dann wiedersehen, wird alles gleich nochmal so schön. Einer für alle und alle für einen. Halleluja, 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 Halleluja. Lasst uns nun gemeinsam mit den Worten beten, die Jesus uns für genau solche Situationen wie der jetzigen geschenkt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Angst kann lähmen. Angst kann antreiben. Angst macht ungnädig. Angst macht deutlich, wie gut es einem eigentlich geht. Angst führt zu unüberlegten Handlungen. Angst führt zu einem Abwägen von Handlungen. Angst schafft Einsamkeit. Angst schafft aber auch Gemeinschaft. Angst bringt Wut. Angst bringt Vergebung. Lasst uns Angst nicht nur als etwas Negatives betrachten, sondern lasst sie uns als Chance sehen, Dinge in Zukunft besser zu machen. Zurzeit haben wir alle auf ganz unterschiedliche Weise mit Ängsten, Furcht, Sorgen, Unsicherheit und vielen anderen negativen Gefühlen zu kämpfen. Deshalb habe ich mir überlegt, eine Liste von positiven Auswirkungen dieser unwirklichen neuen Weltsituation zusammenzustellen. So furchtbar das alles ist, es gibt tatsächlich gute Dinge. Die Wertschätzung. Zum Beispiel wird sich die Wertschätzung für bestimmte Berufsgruppen ändern. Damit meine ich vor allem unsere Ärzte, Pfleger, Krankenschwestern, weiteres Personal in medizinischen Bereichen. Wir alle wissen, was sie derzeit für uns leisten. Aber auch Menschen, die in der Versorgung tätig sind. Unsere Kassiererin im Markt zum Beispiel setzt sich täglich der Gefahr aus, Kontakt zu vielen Menschen zu haben. Hochachtung.
Nicht zuletzt werden viele Eltern jetzt erkennen, mit welcher Expertise Lehrer eine große Gruppe von Schülern sinnvoll unterrichten und voranbringen. Das kann echt Schwerstarbeit sein. Die Demut. Die jungen Menschen von heute sind die Erwachsenen von morgen. Die Geschicke in unserem Land, in Europa und anderen Teilen der Welt in den Händen halten werden. Diejenigen, die studieren, wachsen seit Jahrzehnten zumeist in guten, stabilen Verhältnissen auf, oft im Reichtum, Überfluss und vergleichsweise mit geringen Sorgen. Wozu das führt, können wir in einigen einst mit uns befreundeten Staaten sehen. Der Blick auf das Ganze, das Wesentliche, wie zum Beispiel auch christliche Werte in der westlichen Welt, geht verloren. Es gibt den lapidaren Satz, denen geht's einfach zu gut. Man wünscht niemandem etwas Schlechtes, aber in dem Zusammenhang steckt doch etwas Wahres darin. Diese Krise, die nun uns alle betrifft, wird etwas in der folgenden Generation verändern. Und diejenigen, die Verantwortung in unserer Zukunft übernehmen werden, blicken mit anderen Augen auf unsere Welt, mit mehr Demut. Dessen bin ich mir ganz sicher. Die Umwelt. Als letztes großes Thema fällt mir dazu unsere Umweltproblematik, der Klimawandel, ein. Schon jetzt ist klar, das Desaster, was wir gerade alle erleben, ist richtig gut für unsere Umwelt, für Mutter Erde. Sie fängt schon jetzt nach kürzester Zeit an, sich zu erholen. Durch den Stillstand können wir und auch andere Nationen ihre Klimaziele 2020 schon jetzt einhalten. Das ist doch unglaublich. Was können wir in Zukunft bewirken, wenn wir Arbeitswege durch mehr Homeoffice einsparen? Oder wenn mehr Videokonferenzen statt Flüge um den ganzen Erdball stattfinden? Die vormals erwähnten jungen Menschen, von denen gerade viele für das Klima in ihrer Zukunft kämpfen, sehen diese Entwicklung auch. Sie sind die Minister und Präsidenten von morgen. Diesbezüglich habe ich wirklich sehr große Hoffnung, denn die Corona-Krise verstärkt das Bewusstsein dafür. Es würden mir noch viele andere kleine Dinge einfallen. Neulich zum Beispiel sagte eine Freundin, ach, eigentlich ist die Entschleunigung gerade ganz schön. Wir sind nämlich auch gezwungen, Privateingang zurückzuschalten. Das kann man auch positiv empfinden. Wie sieht eure Liste aus? Es fällt bestimmt jedem etwas ein. Bleibt gesund. Ist es dir aufgefallen? Alles hat sich so weit reduziert. Du hast ein Auto, das du nicht mehr so oft fährst. Geld, das du da draußen nicht ausgeben kannst. Hast deine teuren Markenklamotten gegen gemütliche Kleidung getauscht, die nicht einmal zusammenpasst. Teuren Schmuck, den du gerade nicht trägst. Nun bist du zu Hause mit dem Nötigsten und kümmerst dich um dich und deine Lieben. Findest du nicht auch, dass das eine große Lektion ist, die uns das Leben gerade erteilt? Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Das traditionell letzte Lied eines jeden Gospelgottesdienstes bekommt nun eine andere Bedeutung. One more time. He allows us to see each other. One more time. Egal, ob digital oder in der Lutherkirche Pinneberg oder zum Schnuppern mittwochs um 19.30 Uhr im Luthersaal gleich neben der Kirche. Wir werden uns wiedersehen. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit und bleibt gesund. Euer Gospelchor St. Martin's Mai. One more time, one more time, he allows us to see each other one more time. One more time, one more time, he allows us to see each other one more time. One more time, one more time, he allows us to see each other one more time. One more time, one more time, he allows us to see each other one more time. One more time, one more time, he allows us to see each other one more time. Allows us to see